Wie geht's dieses Jahr in die Waldbrandsaison? Wir haben ein Waldbrandkonzept gemacht. Wir haben 30 Millionen Euro vergangenen Dezember im Parlament bekommen. Und auf Basis dieses Konzepts beschaffen wir Fahrzeuge wie dieses hier, TLF 4000 Katastrophenschutz. Wir tun alles, um auf 23 besser vorbereitet zu sein. Wir stehen gerade auf einer 50.000 Liter Zisterne im Boden, die wir für die Löschwasserversorgung künftig brauchen werden. Ich persönlich habe mitgenommen, dass es sehr gut war, dass wir schnellstmöglich hier in den Einsatz gebracht wurden mit unserer Technik. Ganz viel, was in der Feuerwehr ist, ist auch im Wasserwerfer. Das heißt, die Ausbildung ist sehr identisch. Wir sind in Sachsen durch das Engagement der Landesregierung jetzt sehr gut aufgestellt. Und ich denke, dass wir auch kommende Schadensfälle in einer weitaus anderen Qualität dann bewältigen können, wie in den letzten Jahren.